Hallo zusammen. Hallo. Oh. Oh. Wir glänzen. Ja, das ist unser neuer Look. Eine neue Rüstung. Ja, weil wir ja nichts gedroppt kriegen, müssen wir uns jetzt selber einfach so ein Flämmchen mitnehmen. Das hat irgendwie Das ist was irgendwie aufgegangen. Hypnotisches. Ja, das ist spannend. Okay. Es geht ihm nicht gut. Es geht ihm nicht gut. Wir haben gemacht Godric, wir waren bei Godwin in der letzten Folge und müssen jetzt diese schöne Rune, diese sehr erblasste, sehr traurige Rune im heiligen Turm von Limgrave wieder zu neuem Glanz verhelfen. So, das machen wir jetzt mal. Ja, Neuglanzen machen wir. Ja. Vorsicht, der ist gefährlich. Ja, ich habe kein Interesse an dem gerade. Ja, ich merke das schon. Du läufst immer vor allen Gegnern weg. Oh. Ich kämpfe in diesem Spiel. Ja, ich gerade auch. Ey, lass mich Ja, in ich Ruhe. sehe, wie du kämpfst. Du hast nur Schnittwunden am Rücken. Wenn du Ja. zum Arzt gehst, dann sagt er dir, was bist du für ein Feigling? Kann leider nicht. Kann leider nie, kein Whitebeard machen hier. Ja, genau. Haha. Boah. Achso, ja, den habe ich ganz vergessen. Den habe ich ja total vergessen. Aha, oh. Ach, lass mich Ja, einfach den in hast du auch Ruhe. total Ja, vergessen, ne? ich will ja nur hier durch irgendwie leben. Hast du noch Das. was vergessen, oder? Der Rest ist mir wirklich egal. Ja, ich merke Wow. das. Ich merke das, wie egal dir das ist. Gleich wirst du noch von einem Löwen gefressen. Ach so, ja, den gibt's ja auch noch. Ich merke schon, wie viel du vergessen hast, ey. Nein, ich habe an nie gedacht. Ja. Löwchen. Boom. Ey. Warte doch, bis ich meine Attacke fertig mache. Wir warten doch bei dir auch. Meine Güte. Wir haben bei Godric gewartet, bis er seinen Drachen an die Hand genommen Ja, hat. echt, das waren 2 Minuten lang. Haben wir da gestanden, haben geguckt, was macht er Das war Anime-Logik. denn jetzt? Nicht beim Aufpowern unterbrechen. Ja, Wir wollen ja auch gegen ihn mit seiner ganzen Stärke antreten. so ist es So wie nämlich. Goku gegen Freezer. Hat auch gewartet. Ja, wir warten immer. Wir warten immer. Wäre lustig, wenn die Endbosse sich dann erstmal an so eine Flamme setzt und ihre Attribute aufwerten. Nee, das darf nicht. Tja, Löwe, das war's leider für dich. Gut. Ein paar Sachen bekommen. Ihr Vorsicht! seid. Das sind Gegner. Nein, nein, die sind galant und bewegen sich nicht. Okay. Hatte ich kurz Angst. Ah. Kurz hatte ich da Angst. Oh, schwindelig. Was ist hier los, ey? Das sieht schön aus. Findest du? Willst du hier wohnen? Nee, ich finde die Zieh doch Architektur ein. schön. Zieh doch ein. Ja, wo denn? Auf dem Dach oder was? Ja. Ja. Oh, schön. Danke. Schönes Wetter. Ja. So halbwegs, ne? So, hier können wir auch Ja, leider kein geht. Pferdchen rufen. Nee. Hopp, hopp. Hey! Du hättest auch liegen bleiben können. Ja, echt? Die anderen liegen da auch. Die Arbeit kannst du dir echt sparen. Ach, hör doch auf, Wolltest du ey. gerade auf den Balkon gehen und dann läufst du vor denen auch weg? Was soll ich jetzt gegen die kämpfen? Nee, theoretisch kannst du auch durch das Spiel durchlaufen. Das wäre auch mal interessant. Ich bin kein Speedrunner. Ha! Ha! Der kleine Zahnstocher hier. Der Nix tut mir da. gar nichts. Den block ich mit meiner Riesenklinge. Tschö. Sehr gut. Siehst du? Teleportierst dich einfach weg. Ja. Instant Transmission. Sehr Dauert nur gut. ein bisschen länger. Sehr gut. Absolut hervorragend. Ja. Ha! Großartige Jetzt Leistung. kommen sie nicht mehr ran, ne? Doof gelaufen. Großartige Leistung. Schön gelöst. Der heilige Turm von Limgrave. Mann, wir sind ganz schön stark. Ja, easy, Ist ne? jetzt nicht so, Easy. ist nicht so klein und auch nicht gerade dünn, die Wand, das Tor, aber gut. Ja, das ist. Schönes Türmchen. Ich merke, es geht aufwärts. Ja, meinst du? Von jetzt an? Hab so ein Gefühl. Ich kann Sehr es nicht gut. erklären, aber es ist Sehr da. gut. Wenn es gleich wieder abwärts geht, ne, dann Nee. kriegst du Ärger. Immer noch aufwärts. Ja, ne? Ist ja wie Mass Effect mit den Ups. Aufzügen.
Ja, wir hatten lange keine Gnade mehr. Es wurde Zeit. Finde ich auch. Ja, so ein kleines Türmchen, ne? Ah! Was ist das denn? Wischen dies hier. Schön gemacht, muss da. Okay, restore the power of the great rune. Na gut. Na gut. Ah. Yay. Wo kann ich das nochmal? Mein Gott, ist das lange her. Oh. Schlimm. Ne, war richtig, ne? Hier. Ne, war nicht richtig. Ach so, ah, in der Gnade geht das ja. Nur. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Feuer. Boah, Junge, Junge, Junge. Meine Güte. War ja aber auch. Ist die überhaupt gut? Ich weiß ach so, nicht mehr. Genau, das brauchen wir auch noch. Ja, die ist besser als halt gar nichts, ne? Findest du? Ich glaube, die versteckt so alle Attribute. Wir können ja gerade mal gucken. So, this great rune is known as the Anchor Ring, found in the center of the Elden Ring. The first demigods were the Elden Lord. Blablabla. Okay, ja, ja, raises all attributes. Hauptsache, ich überspringe einfach den ersten Absatz. Ja, aber noch ein Cheat hier. Ja. Brauchen wir doch gar nicht so was. Ich habe mir mal vorgestellt, dass da irgendwie so ein Riesenvogel in dem Ding wohnt. Ja, wohnt eine Riesentaube. Hm? Und ein Eichhörnchen. Und die kriegen sich gegenseitig. okay, wo wollen wir denn als nächstes hin? Guck mal, wir haben noch Patches, haben wir noch? Ja, wollen wir was mit Patches zu tun haben oder wollen wir in den Osten gehen? Da, wo ein bisschen Challenge ist. Du meinst hier? Ich wollte ja eigentlich erstmal in den Norden. Ja, aber da ist ja easy. Ja, aber wenn wir erst hier hingehen, dann ist der Norden ja noch easier. Weißt du, was ich meine? Ja, aber momentan haben wir immer noch Challenge im Osten. Ja, aber ich will nicht. Also ich bin bei meinem ersten Playthrough direkt in den Osten. Und da war es sehr schön. Da war es wunderbar. Ich glaube nicht. Ach ja, genau. Ah ja. Da gab es auch Rüstungen zum Beispiel. What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh, hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Das war die Raucherlunge. Gostock. Ne, ein weiteres Beispiel aus dem Lehrbuch. Behandle deine Untertanen gut. Obwohl es ja die Theorie gibt, dass Gostock der Sohn von Godric ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wollen wir es eigentlich kaufen? Ja, du kaufst sie anscheinend. Ja, ich finde das eigentlich ganz... Gefällt mir irgendwie. Boots. Ne, das gefällt mir nicht. 1000 Seelen für blutige Manschetten. Ja, ist doch super. Ja, guter Preis. Ich mache den guten Preis. Lass dich nicht stören. Guck, wie schwach der ist. Passiert ja nicht mal was. Hm. Achso, wir wollten ja noch was. Moment. Ich weiß nicht. Hat das ja, aber was? Der Hut passt nicht mehr. Nee, der Hut passt. Dann lieber ohne Hut. Wir sind ja stark genug, dass wir keinen Hut mehr brauchen. Leider sieht das auch nicht besser aus. Wir können ja jetzt ein bisschen Challenge machen. Wenn wir denn easy in den Norden gehen. Meinst du? So? Ja, das ist. Ja. Das passt aber das hier nicht mehr so richtig. Das passt. Sieht besser aus, ne? Würde ich auch sagen. Gut. So. So. Helm tragen, ja, was ist das denn? Ja. Also auf der Motorrad hier. Baustelle. Auf der Baustelle. Obwohl, so wie es hier aussieht, bin ich da nicht ganz sicher. Also fehlen eigentlich nur ein paar Krane. Kräne. So. Ein Kran fehlt. Ein Thron. Ich bin König. Sehr gut. Du hast es geschafft. Sie. Dann konzentrieren wir uns im nächsten Spiel. Wir haben endlich, wir sind aufgestiegen. Mit der Lord. Da lang? Wie war's? Ja, irgendwo lang, ne? Irgendwo geht's lang.
irgendwo kann man lang und dann geht's da weiter halt auch. Okay. Folge dem Schildmeister. Schildmeister, ich folge dir. Lecker. Rotapfel, geil. Hier gibt es so ein Mädchen, die mag die sehr, sehr gerne. Schön Trauben. Gut. Lecker, lecker. Geht so. Okay, auf nach Leonia. Das ist schon ein schöner Anblick hier. Das muss ich wirklich sagen. Da, oh, das. Ja, man sieht auch viel, ne? Man sieht verdammt viel. Und es sieht einfach toll aus. Das Mega gut. kannst du einfach. Haben wir so ein Ding? Ne, wir haben nichts. Mist, egal. Das kannst du fast schon als Desktop-Hintergrund nehmen. Toll. Und der nächste NPC. Oh, das war ein Leck. Und der nächste NPC. Hello? Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Ja, dann Mahlzeit. Lecker, lecker, lecker. War schon zu voll. Ah ja, da können wir jetzt endlich mal ausrüsten. Verlorene Gnade entdeckt. Okay, alles wieder mal auf Englisch, aber ich glaube, hier Great sind wir richtig. Runes, ja. Ja, ich weiß, wie das geht weg. Ja, Hoho! du weißt, wie das geht. Wusstest du vorhin direkt? War dir direkt klar? Hattest du keinen Zweifel dran? Hä, bist du nicht gestorben? Good to see you, Master. Do you remember me? Bok, the demi-human. You helped me before and retrieved my sewing needle. Please, Master, allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Ja, machen wir doch, oder? Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would, well, rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and well, I am your personal seamster after all. Also an Meister kann ich mich gewöhnen. So, was ist das jetzt? Da kannst du das Ach so, ah, okay. Cape abmachen. Cool. Oh, going so soon? Please do be safe on your journeys. Ist in Es Ordnung. ist schade, dass man so wenig Sachen da bearbeiten kann. Hast du was verloren? Ja, seine Würde. Ja. Gut. Nee, seine Nadel hat er wieder verloren. Oho. Boah, ey. So Geil. stark. Ja. So stark. Hehe. Und jetzt? Jetzt hat dein Pferd Krämpfe. Das ist die Massagefunktion vom Pferd. Oh, das tut richtig gut gerade. Ganzer Körper vibriert. Oh, super. Oh, Das ist toll. ja. Wirklich richtig schön. Richtig gutes Pferd, muss man sagen. Ja, aber auch teuer. War auch teuer. Du hast es geschenkt gekriegt. Glaubst du? Ja. You're tarnished, aren't you? Then, perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Glintstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Well, bless you, bless you. You are a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Toll, danke.
Ja, wenn die scheiße sind, dann wollen wir sie gar nicht haben, ne? Nee, ne, irgendwie nicht. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Ein bisschen kratzen, warte. Gut, das war ein sehr langes Gespräch. Ja. Wow. Ja, ne? Ja, ja. Ja, das Spiel ist echt voll von NPCs. Die haben uns viel zu erzählen. Ja, ne? Ja, aber wenig gutes Bells zu verkaufen. Ja, leider. Du. Wir haben noch nie so einen reinen Boah. Zauberer gespielt, ne? In so einem Spiel. Nee, eigentlich nicht, aber ich. Sollte man beim nächsten Mal machen. Irgendwie einen reinen Zauberer oder einen reinen Bogenschützen. Ich bin halt echt der Nahkämpfer, ich weiß es auch nicht. Danke. Ja, aber das ist halt easy auch. Ich war auch damals echt der Schildkämpfer und jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Ey, geh weg. Durch unsere Let's Plays habe ich halt bei Elden Ring dann direkt ohne Schild gespielt. Ja, okay. Ich glaube, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat an so ein Playthrough. Wie geht das eigentlich? Und kannst du auch ein Magier sein? Ja, Magier wäre mal ganz cool. Oder irgendwas in der Richtung. Kann man ja auch variieren. Oder ein Rogue. Aber nur so ein Dagger. Die ganze Zeit schleichen. Well. Ey, gib mir dein Item. Sag mal. Hol uns nicht vom Pferd herunter. Nee, ich bin abgestiegen. So. Guck. Boah. Eine neue Rüstung. Yay. Aber wir haben schon eine Rüstung. War hier nicht noch irgendwo eine Kiste? Kiste. Haufenweise Sachen. Ah, da sehe ich doch noch ein Item. Geil. Boah. Junge, endlich. Endlich ist die Sammlung komplett. Übersehe ich die gerade? Ja. Wahrscheinlich. Okay, dann halt nicht. Zack. Ein Händler, hallo. You're new around here. Surprised you found me in my little nook. Ja, ist, glaube ich, nicht ganz so spannend. Ja, ne? Hey. Jo. Nehmen wir, was ist das? Eine Laterne. Brauchen wir das? Nö, also brauchen wir nicht. Ach, aber komm, wir nehmen es mit, weil wir es können. Cool. Weil wir es einfach können. Kannst du kämpfen und hast Licht. Außerdem braucht er Geld, der muss ja auch essen. Muss er essen? Ja, glaub schon, ne? Oder will er essen? Macht das einen Unterschied? Man weiß es nicht. Was ein Mann will, will ein Mann. Ja. Wenn er essen will, dann ja. Will er halt essen. So. Ja. Oh, mehr HP beim Trinken. Cool. Oh. Ja, ne, so. Ja. Können wir das? Ne, haben wir nicht. Okay, egal. Nö, haben wir ja nichts von, ne? Haben wir ja gar nichts von. Gut, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal unten, gucken uns da alles an und dann gehen wir im zweiten Step mal hoch, oder? Ja, hier unten ist ja auch sehr schön. Da sind auch keine Bootsfahrer oder so. Ja. Ne, weil hier gibt es ja noch ein paar Dungeons, die würde ich ganz gerne machen. Ist er doch wieder hoch. Ich nee. Merk das schon. Nee. Ich bleib unten. Ich merk das. Die ganze Zeit, wie so ein Magnet, wirst du dahin verzogen. Du willst unbedingt hoch, ne? Also eigentlich wirklich nicht. Du willst unbedingt hoch. Nee. Ta-da. Nö. Boah.
Dungeons, wo sind die Dungeons? Wir wollen Dungeons. Dungeons. Kann die Karte nicht öffnen, bin noch im Dungeons, Kampf. Dungeons. Oh, du hast gewonnen anscheinend. Nein, ich bin immer noch im Kampf. Oh, nee, du bist immer noch im Kampf. Ah, jetzt hast du gewonnen. Ah, siehst du. Weil ich glaube, wir brauchen noch eine Karte. Ich wollte mal gucken, wo die ist. Die ist. Achso, die ist direkt da, ne? Ja, die ist natürlich genau da, wo du nicht bist. Klasse. Aber egal, wir sind am Ziel angekommen. Aber er braucht schon eine Karte. Du siehst doch, was da ist. Ich sehe gerade eigentlich gar nichts. Ja, dann mach meine Laterne hier an. Eine gute Idee. Klick. Zack. Toll, jetzt wird's direkt heller, ne? Dankeschön. Ja, aber für die paar Sekunden war's cool. Ein Blatt, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich hätte mich mehr gefreut über zwei Blätter, aber... Oder Gold. Ja, oder irgendwas anderes. Was hast du denn? Sag mal. Was soll das? Guck mal, wie lange hat er jetzt da gewartet? Endlich kommt einer vorbei. Dann hat das Timing gerade so verkackt. Ja. Ey, so. Schon ein bisschen Moos. Gerade so. Der Arme. Wartet da 10 Tage und... Nächte. Ja, ja. Der wollte gerade sein Warcry ausprobieren. Und dann haust ihn einfach. Keine Zeit statt, für... dass du wartest, so Anime-Logic-mäßig. Keine Zeit für Kriegsschreie. Du bist schon wirklich ein bisschen respektlos. Hör auf. Ja, der darf auch nicht schreien, oder was? Noch einer? Hör auf. Komm her. Ach nee, der Aha, lebt. Ah, er lebt, er lebt. Er lebt. Tö. Hm. Oh, noch besserer Moos. Der beste, den man hier finden kann. Gut, wir benutzen keinen Speer aktuell. Aber wäre auch mal eine Idee eigentlich. Obwohl ich die ehrlich gesagt nicht so gerne mag. Ja, die sind... Ja, die haben halt keinen Swing, ne? Die sind ja. Irgendwie. Na, die meisten nicht, also. Ein bisschen zu stumpf. Ja. Hä? Kommst du denn her? Muss ich mal laufen? Der war auch mit in den Busch. Oh, echt. Echt, ey. Echt, ey. Kein Bock drauf. Whee. Springst dann noch hoch, ey. Ja, klar. Willst du dir die Knöchel brechen oder was? Stahlknöchel, siehst du doch. Echt? Ne Schnecke. Schnecke. Noch ne. Vorsicht, Kristallschnecke. Geil. Kann man die ausleihen so? Ja, ne? Nimm mal kurz mit. Ja. Mach mal ein paar Kristalle mit. Gehst mir doch zur Bank. Sie kriegen keinen Kredit. Dann sexy Schnecke, Kristalle. Oh, oh. Kristallschnecke. Sie kriegen ganz viele Kredite. So hoch sie wollen. Hm. Aha. Da verstecken sich die Schnecke. Zap, zap. Hm. Ist aber schön hier. Okay, so. Und der Seath hier. In der Kristallhöhle. Keine Ahnung. Vielleicht. Das ist ein Ferien. Wohnsitz. Mhm, so ruhig hier. Na? Ey. Das ist wie Avatar. Die Magier dieser Welt haben von diesen Schnecken gelernt. So. Was haben wir hier? Oh ne. Ein Bluthündchen. Ha, wir haben dieselbe Waffe. Guck mal, wie overpowered du bist, ey. Ja, er haut aber auch gut rein. Wir machen ja nichts mehr hier. Mist. Oh.
Tada. Cool. Tja, ne? Das war es wohl. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wo muss ich lang? Ja, irgendwo bist du hergekommen. Ich glaube, da lang. Irgendwo muss hin. Luft. Frische Luft. Ah, oje. Fell tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Was? Wie? Das war ein Missverständnis. Ich bin friedlich. Ich greife nur die an, die mir im Weg stehen. Die mich angreifen wollen. Ja, die, die im Weg stehen. So ist es nämlich. Richtiger Hund bist du. Ja, aber sie stand mir ja nicht im Weg. Bisschen richtiges Schwein bist du. Ja. Aber das größte Schwein hat überhaupt vor ihr. Ja. Ich werde ein guter Herrscher. Ich sage den mal wieder. Nee, was schön hier. So, das ist schon mal gut, dass wir das freigeschaltet haben bei ihr. Die braucht man nämlich nachher noch. Ja, weil ihr da Medaillen klauen willst. Nein, sie gibt sie mir ja dann. Ja, klauen tust du. Nee. Klauen wie sie gesagt hat. Sag mal, ey. Unverschämt hier. Huch! Ey. No. Bei Nein ist Schluss. Wie aufdringlich. So. Sehr schön. Haha. Map found. Ja. Mäppchen gefunden. Oh, das. Jetzt wissen wir genau, wie es aussieht hier. Guck mal, da ist Wasser und da sind Bäume. Und dann Stein da noch irgendwo. Ja, ist jetzt die Frage. Wir haben einmal dieses Gebiet hier zum Erkunden. Wir haben einmal dieses Gebiet hier zum Erkunden. Und dieses. Was wollen wir machen? Ja, wir sind doch jetzt schon unten. Aber oben ist spannender. Ja, spannend Hand. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir noch ein paar Dungeons finden. In der Regel sind die ja an den Seiten. Dann gehen wir. Ja, da ist nämlich auch was. Ja, die sind fies. Nee, die sind lieb. Geh mal hin. Ja. Kannst du ja bald machen. Frag ihn doch mal. Du kannst ja nächste Folge wieder spielen, nee, gehst du da mal hin. Frag ihn doch mal. Ja, ich glaub nicht. Frag ihn doch mal, wie es ihm geht. Dann wird er antworten, dir gleich schlecht. Nee, dann sagt er gar nichts mehr. Kann ja gar nicht sprechen. Achso, ja, wie jetzt? Jetzt bin ich sehr enttäuscht. Ja, hier immer schön an der Wand entlang, ne? Ja, ich weiß tatsächlich nicht mehr so genau, wo die ganzen Dungeons so sind. Die macht man ja auch nicht in jedem Playthrough nochmal neu. Beim ersten Mal war ich wirklich sehr gründlich, aber danach habe ich es echt schleifen lassen. Ja, alle sagen das. Das ist echt schleifen mittlerweile. Ja. Ja. Spannend hier, ne? Ja, muss ja nicht unbedingt an der Klippe entlang. Kannst ja auch mal irgendwelche Monster töten oder so. Ja, hab ich ja eben schon. Ja, aber du hast immer Angst. Wenn es um die Guten geht, dann hast du immer Angst. Gut getimt. Danke. Nice Timing, so wie der Assassine eben. Der aus dem Busch sprung. Hm? Sprang, nicht sprung. Sprengte. Ja, er sprengte den Busch. Oh, hört sich falsch an. Ja, dann geh halt hoch, wenn du also, nee, ich eh schon hier bist. Ich wollte nicht hoch. Wir bleiben jetzt erstmal unten. Ah, mein Abendessen. Lecker. Ja. Hallo. Guck, der ist lieb. Der macht gar nichts. Huch. Springt nur ein bisschen rum, weil er sich freut, dass er dich gesehen hat. Haben die Sprunggelenke? Die haben alles. Hey. Das ist aber lieber gewesen. So, was kriegen wir? Toll. Fleisch. Sag ja, Abendessen. Ja. Ah, da ist sie ja wieder. Ja, aber nix haben wir. Verdammt, wir haben noch keine Trauben, ne? Oder haben wir vorher schon mal was aufgesammelt? Nee. Ah, ich muss selber nochmal gucken, wo die jetzt überall waren.
Keine Träubchen, sonst reißt er da selber gerade ein Auge aus und dann gibt er das. Dann nimmst du das nächste und schmeißt das wieder in deinen Kopf. Ich glaube da vorne. Na, hier ist nämlich auch so ein Typ, der ihr wieder anbieten möchte. Oh, Eis. Also ein Eis nehme ich jetzt auch. Ja, lecker Eis. Lecker Eischen. Sitz. Da legt sie aber hin. Ja, ne? Ja, ja. Ja. Du kommst schon noch dran, keine Sorge. Sei doch nicht so ungeduldig, du. Ey, sag mal, wie viel wollen denn hier noch bedient werden? Gut. So, wo geht's jetzt rein? Irgendwo, ah ja, danke. Weg, du Holz. Du Holz da. Two Fingers, wie spricht man das aus? Erlu. Danke. Yay! Endlich! Haben wir lecker Träubchen. Oh, dieser Sternenhimmel hier in Leonias. Schön. Schoschonen. Schoschonen. Wo die Schoschonen schön wohnen. Ja, wo sie ihren Klappstuhl ausgraben. Genau. So, wo war... da. Hello? Is someone there? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. You're not like the others who give me grapes, are you? They rest their trembling hands upon me. Howling wordlessly, they gently stroke my eyes. Their frail fingers, emaciated. Yet still, they give me the grapes, but you seem somehow firmer. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Ja gut, ne? Ja, ja gut, also ja. Da wir ja sowieso auf das eine Ende hinarbeiten, das. Du hast das noch nicht gesehen, ne? Wie war das? Ich habe ja nur eins gesehen. Genau, wir wollen ja... Als ich der Moon King war. Die Welt brennen sehen. Ich war der Moon King. Diese Welt ist verdorben. Sie muss vernichtet werden. Das Feuer wäscht alles. Sie muss weichen und etwas... Und zurückgefahren werden, auf das alles wieder eins wird. Ey. Aber nicht du. Sagen's mal. Du gehst nicht zum großen Eins. Weg da. Husch! Husch dich, du. Schwein, du. Schau, sieht ja sehr ähnlich. Ja. Wenn du irgendwas ärgerst, so. Ja. Sieht man immer meine Zähne, die an der Seite rauskommen. Und die Kanone aus dem Mund. Ja, das ist, wenn ich richtig wütend bin. Geister! Ein Geisterlöwe, Dingens. Riese. Ist doch schön hier. Ja. Muss man sagen. Oh no! Hey! Rider. Ach, weißt du was? Komm, wir machen das jetzt mal wie Männer. Der hat manchmal genauso viele Probleme zu treffen aus seinem Pferdchen. Ne? Ist halt nicht einfach, ne? Nee, ist es nicht. Oh ja, ist ja gut. Mist. Wie? Der Sprungangriff hat nicht funktioniert. Ach, verdammt. Ja, so ist es nämlich. Ach, verdammt nochmal. Möchtest du nochmal? Ja, aber vielleicht dann das nächste Mal.
Na gut. Oh ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind schon wieder bei über 35 Minuten. Dann würde ich sagen, ah, es ist Tag. Guck mal, wie lange wir tot waren. Unglaublich. Wir waren so lange tot. Ey. Es ist schon wieder Tag geworden. Ja. Ah, und wir haben keinen Runenbogen. Sehr schade. Egal. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Das, ja, ich glaube, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Und ich muss es immer wieder betonen. Ich weiß, in der Aufnahme sieht es nicht ganz so geil aus, weil wir haben immer ein bisschen Qualitätsschwund so, aber dieses Spiel sieht einfach nur echt geil aus. Das ist schon was Besonderes. Und ich finde es auch immer sehr interessant, weil eigentlich ist der, würde man ja denken, der Erdenbaum ist ein festes Objekt, aber je nach Winkel und je nach Lichteinfall kann man hindurchsehen. Also lore-technisch ist das vielleicht auch ganz interessant. Ist das Ding einfach nur ein riesen Phantom oder? Das ist einfach Magie, Junge. Ja, Magie. Wahrscheinlich ist es das. Das ist immer so erklären. Einfach Magie. Es ist Magie, ja. Alles klar. Dann, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr zugesehen habt und bis dahin. Ciao. Bis dann.